1936. Eine Expedition führt mitten durch den dicht bewachsenen Dschungel. Doch kein Einheimischer geht vorweg, sondern ein Mann mit Fedora, Lederjacke, Umhängetasche und Peitsche und Holster für die Webley am Gürtel. Man scheint dem Ziel des Mannes näher zu kommen, denn einen Busch beiseite geschoben, steht einer der Einheimischen vor einer grausamen Götzenfigur. Der Mann mit der Fedora scheint weniger beeindruckt. Er zieht einen Teil einer Karte aus der Tasche und geht weiter durch den Wald. An einem der Bäume zieht er einen kleinen Giftpfeil aus der Rinde, tastet die Spitze und lässt ihn fallen. Seine beiden Gefolgsleute machen sich selbst ein Bild. Die Winter sind in der Nähe. Es gibt es noch frisch, 3 Tage. Sie folgen uns. Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, hätten sie uns bestimmt schon getötet. An einem Fluss, offenbar ein weiterer Wegpunkt, lässt sich der Anführer den anderen Teil der Karte reichen. Doch einer seiner Gefolgsleute hat eigene Pläne und zieht hinter dem Rücken des Mannes einen Revolver. Blitzartig fährt dieser herum und lässt die Peitsche auf das Handgelenk des Schützen knallen. Doch das Ziel scheint erreicht. Die Gruppe, auf nunmehr 2 Männer reduziert, stehen die beiden vor einem von der Flora zurückeroberten Eingang zu einem geheimen Tempel. Hier ist es. Er hat das Förster erwischt. Ein Freund von dir? Ein Konkurrent. Er war gut. Er war wirklich sehr, sehr gut. Signore, niemand kommt da lebend raus. Bitte. Aber der Mann mit der Fedora lässt sich nicht abhalten. Durch den Spinnweben verhangenen Gang tasten sich die beiden ins Dunkel. Halt! Geh nicht durch das Licht! Die riesigen Taranteln, die sich auf die Männer fallen lassen, einfach abstreifend, löst er vorsichtig eine der tödlichen Fallen aus. Auch der Anblick seines mumifizierten Konkurrenten, der mit der pfeilbewehrten Falle aus der Wand gekommen ist, schreckt ihn nicht ab. Mit Hilfe seiner Peitsche schwingt er sich über den vor ihnen liegenden meterlangen Graben. Ich hab dich! Schnell machen. Hier kann nichts mehr passieren. Das ist es, was mir Angst macht. Die Erfahrung des Anführers rettet den beiden Männern erneut das Leben. Denn die Steinplatten des breiten Flures, die zu dem gesuchten Raum führen, lösen bereits die nächsten Giftpfeile aus. Du bleibst hier. Wenn Sie darauf bestehen, Senor. Darauf bedacht, nur auf die festen Platten zu treten, bewegt sich der Schatzjäger auf das Ziel der Expedition zu. Es ist eine kleine Götzenfigur aus purem Gold, die auf einem Steinsockel in der Mitte der kleinen Halle thront. Grinsend starrt sie auf die ersten menschlichen Wesen,
die seit Hunderten von Jahren durch ihren Tempel wandeln. Zwischen Vorsicht und Begeisterung hin und her gerissen, wägt der Mann das Gewicht des Idols ab. Mit einer geschickten Bewegung tauscht er den Götzen gegen einen sandgefüllten Beutel und wähnt sich schon in Sicherheit. Doch der Beutel war zu schwer. Ohne Peitsche und ohne Hilfe seines abtrünnigen Helfers treibt ihn die reine Todesangst über den weiten Graben. Gerade noch durch die sich schließende Tür gelangt, bekommt er sogar den Götzen wieder. Denn, aufgespießt von einer Falle, direkt neben Forrester, braucht sein ehemaliger Freund das goldene Relikt nicht mehr. Doch über ihm löst sich plötzlich eine riesige Steinkugel und rollt donnernd eine Rampe hinunter. Um sein Leben rennend erreicht der Mann mit knapper Not den Ausgang, bevor der Tempel für immer verschlossen ist. Dr. Henry Walton Jones Jr. hat wieder einmal sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und auch dieses Mal muss er seinen Fund an seinen schärfsten Konkurrenten Dr. René Belloc abtreten. Umringt von 3 Dutzend Ureinwohnern, die mit Speeren auf ihn zielen, bleibt ihm keine Wahl. Dr. Jones, da zeigt sich wieder ganz klar, dass Sie nichts besitzen können, was ich Ihnen nicht wegnehmen kann. Und Sie dachten, ich hätte aufgegeben. Sie haben sich die falschen Freunde gewählt. Und es wird sie diesmal teuer zu stehen kommen. Sehr bedauerlich, dass die Hovitos nicht so wie ich wissen, wie sie wirklich sind. Ja, sehr bedauerlich. Sie könnten sich ja vor mir warnen, wenn sie nur ihre Sprache sprechen könnten. Ocampo Matusso! Ovata! Das ist der Moment, in dem Dr. Jones die Beine in die Hand nimmt und zum Flugzeug am Fluss rennt. Und zwar mit allen 3 Dutzend Hovitos und deren Speer- und Blasrohrhagel im Schlepptau. Jock, wirf den Motor an! Bring sie hoch! Jock, den Motor! Startet den Motor, Jock! Von einer Liane in den Fluss springend, klammert er sich an den Schwimmer des startenden Wasserflugzeugs. Wie durch ein Wunder trifft ihn keiner der Kurare-Pfeile der verdutzten Hovitos, die so den kürzeren ziehen. Schlange in dem Flugzeug, Jock! Keine Sorge, das ist nur meine Lieblingsschlange, Reggie! Ich hasse Schlangen, Jock! Ich hasse die Biester! Na komm schon, Junge, nun zeigt aber mal ein bisschen Rückgrat, ja? Mitchell College, New London, Connecticut. Ein Professor im feinen Tweedanzug und Hornbrille unterrichtet gerade seine Archäologieklasse. Es ist niemand Geringeres als Dr. Henry Jones Jr., am Vortag erst aus Peru zurückgekommen. Neo bedeutet neu und Litisch bedeutet... ITE. Ah ja. Bedeutet Stein.
Na gut, kommen wir wieder zurück zu dieser turkpäischen Hülle nahe Heselton. Sie besteht aus einem Hauptgang, einem Durchgang und drei Kammern. Oder Zellen. Verwechseln Sie das aber nicht mit Raub. In solchen Fällen sind wir dafür, erst einmal alles aus der Höhle zu entfernen. Ein solcher Ort zeigt uns hervorragend eine der großen Gefahren der Archäologie. Nicht für Leib und Leben, obwohl das auch zuweilen vorkommt. Nein, ich spreche von Folklore. In diesem Fall erzählt die Legende, dass ein goldener Sarg an diesem Ort begraben wurde. Und das erklärt auch die Löcher, die hier überall gegraben wurden und den allgemein schlechten Zustand des Fundes. Wie auch immer, Kammer 3 war völlig unberührt. Und die unangetastete Kammer und die Grabbeigaben, die hier in der betreffenden Gegend... Die waren der Grund, dass wir den Fund so datierten, wie wir es getan haben. Irgendwelche Fragen dazu? Na, also gut, das war's dann für heute. Vergessen Sie bitte nicht, Michelson Kapitel 4 und 5 für das nächste Mal. Und ich bin am Donnerstag in meinem Büro, nicht Mittwoch, verstanden? Indiana Jones, wie ihn Marcus Brody anzusprechen pflegt, kann es kaum erwarten, vor seinem Freund seinem Ärger Luft zu machen. Ich hatte ihn, Marcus. Ich hatte ihn in meiner Hand. Was ist passiert? Warte. Belloc? Willst du es hören? Nein, lass nur. Ich bin sicher, dass alles, was du für das Museum tust, dem internationalen Abkommen zum Schutz von Altertümern entspricht. Sie ist wundervoll, Marcus. Und ich kann sie kriegen. Ich habe es mir genau überlegt. Es gibt nur einen Ort, wo er sie verkaufen kann, Marrakesch. Ich brauche $2,000. Hör mir mal zu. Ich habe hier ein paar Gentlemen, die dich sprechen wollen. Hör zu. Sieh dir mal diese Stücke an. Das sind wirklich gute Stücke, Marcus. Sieh dir das an. Indiana. Ja, das Museum wird sie kaufen, wie gewöhnlich, ohne Fragen zu stellen. Ja, sie sind sehr nett. Sie sind mindestens den Preis für ein Ticket nach Marrakesch wert. Die Gentlemen, die dich sprechen wollen, sind wichtig. Sie warten. Was für Gentlemen? Sie sind vom Abwehrdienst. Sie wussten, dass du kommst, noch bevor ich es wusste. Scheinen überhaupt alles zu wissen. Sie wollten mir aber nicht sagen, was sie wollen. Ja, und warum soll ich sie sprechen wollen? Bin ich in irgendwelchen Schwierigkeiten? Dr. Jones, wir haben sehr viel von Ihnen gehört. Haben Sie? Professor der Archäologie, Okkultismus-Experte und, wie kann man das wohl nennen, Beschaffer seltener Antiquitäten. So kann man es auch nennen. Warum setzen Sie sich nicht und machen sich etwas bequemer? Ja, Sie sind ein Mann mit vielen Talenten. Sie haben doch bei Professor Ravenwood studiert an der Universität Chicago. Ja, das ist richtig. Sie haben keine Ahnung, wo er sich gegenwärtig aufhält. Es gibt da so ein paar Gerüchte. Irgendwo in Asien, hörte ich. Tatsächlich habe ich seit 10 Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Wir waren Freunde, aber... dann hatten wir eine Meinungsverschiedenheit, um es so zu nennen. Dr. Jones, Sie sollten zunächst einmal wissen, dass das alles streng geheim ist. Aha, verstehe. Also gestern Nachmittag hat unsere europäische Sektion etwas abgefangen. Und zwar ein deutsches Kommuniqué, das von Kairo nach Berlin geschickt wurde. Sehen Sie, während der letzten 2 Jahre ließen die Nazis Gruppen von Archäologen über die ganze Welt verstreut arbeiten, auf der Suche nach allen Arten von religiösen Gegenständen. Hitler ist besessen von diesem Thema. Ja, verrückt. Er ist besessen vom Okkulten. Und so viel wir in Erfahrung bringen konnten, findet offenbar im Augenblick eine deutsche archäologische Grabung statt, irgendwo in der Wüste außerhalb von Kairo. Wir haben dazu einige Informationen, aber wir können nicht recht schlau daraus werden. Vielleicht können Sie es. Entwicklung... Tanis-Projekt, Übernahme laut berechneter Zeit, Erwerben Kopfstück, Stab des Reh, Ebner Ravenwood US. Die Nazis haben Tanis entdeckt. Und was sagt Ihnen das, Tanis? Nun, das... Die Stadt Tanis ist einer der möglichen Ruheplätze der verlorenen Lade. Der verlorenen Lade? Die Bundeslade, die Truhe, in der die Hebräer die 10 Gebote herumzutragen pflegten. Was meinen Sie bitte mit Gebote? Meinen Sie etwa die 10 Gebote? Ja, die tatsächlichen 10 Gebote. Die Originalsteintafeln, die Moses vom Berg Horeb herunterbrachte und zerschlug, falls Sie dergleichen Dinge glauben. Oder gehen Sie etwa nicht in die Kirche? Wissen Sie, ich... Also hören Sie, die Hebräer nahmen die zerbrochenen Stücke und legten sie in die Lade. Als sie sich dann in Kanaan niederließen, deponierten sie die Lade an einem Ort, den man Tempel des Salomon nannte. In Jerusalem. Dort blieb sie viele Jahre. So lange, bis sie plötzlich wusch verschwunden war. Wohin? Niemand weiß, wohin oder wann. Jedoch ein ägyptischer Pharao... Shishak. Eroberte die Stadt Jerusalem etwa im Jahr 980 vor Christi Geburt. Möglicherweise nahmen sie die Lade mit in ihre Stadt Tanis. Und verbargen sie in einer geheimen Kammer, genannt die Quelle der Seelen. Geheime Kammer? Wie auch immer. Etwa ein Jahr, nachdem der Pharao nach Ägypten zurückgekehrt war,
wurde die Stadt Tanis durch die Gewalten der Wüste vernichtet, in einem Sandsturm, der ein ganzes Jahr andauerte. Sie wurde ausgelöscht durch den Zorn Gottes. Nun, wie mir scheint, sind wir hier genau an der richtigen Adresse. Sie scheinen ja alles zu wissen. Alles über die Stadt Tanis. Nein, nein, eigentlich nicht. Ravenwood ist der wirkliche Experte. Ebner schrieb die erste ernstzunehmende Arbeit über Tanis, hat einige ihrer Relikte gesammelt. Er war davon besessen, kann man sagen. Er hat die Stadt aber niemals gefunden. Offen gestanden sind wir etwas misstrauisch, was Mr. Ravenwood angeht. Ein Amerikaner, der in einem geheimen Telegramm der Deutschen so deutlich erwähnt wird... Ach, was Blödsinn. Ravenwood ist kein Freund der Nazis. Ja, aber immerhin wird er doch hier erwähnt. Wozu denn das? Ne. Nun, offensichtlich suchen die Deutschen nach dem Kopfstück des Stabes des Reh. Sie glauben, Ebner hat es. Was genau ist denn das Kopfstück des Stabes des Reh? Nun, der Stab ist zwar ein Stock, ich weiß nicht genau, etwa so hoch. Niemand weiß mit Sicherheit zu sagen, wie hoch er ist. Er ist, an seiner Spitze befindet sich ein kunstvolles Kopfstück. In der Form einer Sonne. In der Mitte befindet sich ein Kristall. Der Sinn war folgender. Man brachte diesen Stab in einen speziellen Raum in Tanis. Einen Kartenraum mit einer Miniatur der Stadt, die auf dem Fußboden angelegt war. Und wenn man den Stab an einen bestimmten Platz stellte, zu einer bestimmten Zeit des Tages, dann schien die Sonne hier hindurch und erzeugte einen Strahl, der dann hier auf dem Boden auftraf. Und gab ihnen so den genauen Standort der Quelle der Seelen. Wo die Lade aufbewahrt wurde, nicht wahr? Und genau das ist es, wonach die Nazis suchen, da bin ich mir sicher. Wie sieht diese Lade denn nun aus? Ich habe hier ein Bild. Warten Sie. Dr. Jones öffnet den Einband eines uralten Wälzers im Format des New Yorker Telefonbuchs. Das ist sie. Ein Holzschnitt zeigt verstörende Szenen. Großer Gott. Ja, genau das war es auch, was die Hebräer dachten. Also, sagen Sie, was soll denn das sein, was da rauskommt? Ein Blitz. Feuer. Die Macht Gottes oder irgendwas Ähnliches. Langsam wird mir Hitlers Interesse an dem Ding erklärlich. Oh ja. In der Bibel steht geschrieben, dass die Lade Berge einebnet und ganze Regionen verwüstet. Eine Armee, welche die Lade vor sich herträgt, ist unbesiegbar. Am gleichen Abend noch rollt Brodys Wagen vor dem alten Backsteinhaus im Außenbezirk der Stadt vor, in dem Indiana Jones bereits ungeduldig auf ihn wartet. Du hast es geschafft, nicht wahr? Ja, sie wollen, dass du sie suchst, Indy. Oh, Marcus! Sie wollen, dass du die Lade findest, bevor die Nazis sie finden. Und sie sind bereit, wirklich ordentlich dafür zu zahlen. Und das Museum? Das Museum bekommt die Lade, wenn wir fertig sind. Natürlich, ja. Die verlorene Bundeslade. Nichts ist damit zu vergleichen. Ja, sie repräsentiert alles, weshalb sich ein Mensch je mit Archäologie befasst hat. Weißt du, noch vor 5 Jahren hätte ich mich selbst auf den Weg gemacht. Ich muss sagen, dass ich dich ziemlich beneide. Zuerst mal muss ich Ebner finden. Ich glaube, ich weiß, wo ich anfangen muss. Wird sie noch bei ihm sein? Wer weiß, schon möglich. Aber Marion ist jetzt wohl deine geringste Sorge. Glaub mir, Indy. Wie meinst du das? Nun ja, ich meine, 3000 Jahre lang haben Menschen nach der verlorenen Lade gesucht. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Niemand kennt ihre Geheimnisse. Sie ist mit nichts zu vergleichen, wonach du vorher gesucht hast. Marcus, was versuchst du da? Willst du mir Angst machen? Du redest wie meine Mutter. Wir kennen uns jetzt schon seit so langer Zeit. Ich glaube nicht an Magie, an irgendwelchen abergläubischen Hokuspokus. Ich bin hinter einem Fund von unglaublicher historischer Bedeutung her und du erzählst mir was vom schwarzen Mann. Und außerdem weißt du ja, was für ein vorsichtiger Bursche ich bin. Schon am nächsten Morgen tritt Indiana Jones die lange Reise an. Das Ticket, das Brody ihm im Auftrag der Abwehr besorgt hat, verschafft ihm einen Platz an Bord einer viermotorigen Maschine, der Pan American, die ihn über den Pazifik nach Nepal bringt. Was Indy zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist, dass er bereits von einem deutschen Gestapo-Major namens August Ernst Todt beschattet wird. Ein
Einige Tage später kennt Indiana Jones die Adresse von Marion Ravenwood, die ihn zu Abner führen soll. Die junge Dame führt mittlerweile eine Bar mitten im Gebirge Nepals. Zu dieser späten Stunde hat sie gerade einen gewonnenen Trinkwettbewerb hinter sich und komplimentiert ihre Gäste hinaus in die Kälte, als plötzlich ein Schatten an der Tür auftaucht. Hallo Marion. Indiana Jones. Ich wusste immer, dass du eines Tages durch meine Tür zurückkommen würdest. Ich habe nie daran gezweifelt. Irgendetwas machte das unvermeidbar. Also, was tust du hier in Nepal? Ich brauche ein paar von den Stücken, die dein Vater gesammelt hat. Ich habe dich hassen gelernt in den letzten 10 Jahren. Ich wollte dir nie wehtun. Ich war ein Kind. Ich war verliebt. Es war falsch und du hast es gewusst. Du hast gewusst, was du getan hast. Jetzt weiß ich es und das hier ist mein Haus. Verschwinde! Moan, Temigru, Boliano. Ich habe getan, was ich getan habe. Ich verlange nicht, dass du darüber glücklich bist, aber vielleicht können wir einander jetzt helfen. Ich brauche eins von den Stücken, die dein Vater gesammelt hat. Ein Bronzestück von etwa der Größe mit einem Loch in der Mitte mit einem Kristall darin. Du weißt doch, welches ich meine. Ja, ich weiß es. Wo ist Abner? Wo ist Abner? Abner ist tot. Marion. Marion, das tut mir leid. Weißt du denn überhaupt, was du mir angetan hast? Weißt du das? Ich hab dir doch bereits gesagt, wie leid es mir tut. Na, und dann sagst du doch mal! Es tut mir leid. Ja, jedem tut's leid. Abner hat's leid getan, dass er mich über die ganze Erde gezahlt hat, auf der Suche nach seinen kleinen Stücken Trödel. Mir tut's leid, dass ich noch immer in diesem Dreckloch festsitze. Ja, jedem tut irgendetwas leid. Es ist ein wertloses Bronzemedaillon. Marion, wirst du es mir geben? Vielleicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Hör zu, vielleicht könntest du es finden. $3,000. Sicher, damit würde ich zurückkommen. Aber nicht mit Stil. Ich kann noch 2 drauflegen, wenn wir wieder in den Staaten sind. Es ist wichtig, Marion. Vertrau mir. Du weißt, welches Stück ich meine. Und du weißt, wo es ist. Komm morgen noch mal her. Wieso? Weil ich es gesagt habe, deswegen. Indy sieht ein, dass er für heute bei der verletzten Dame auf Granit beißt und geht gesenkten Hauptes zur Tür. Wir sehen uns morgen, Indiana Jones. Marion zieht das von Indiana Jones so dringend gesuchte Artefakt an einer Kette aus ihrem Dekolleté, betrachtet es nachdenklich und hängt es an einen Balken bei der Feuerstelle. Abermals taucht ein Schatten in der Türe auf, doch dieser gehört zu Major Tod, der Indiana Jones Spur gefolgt ist. Guten Abend, Fräulein. Die Bar ist geschlossen. Oh, wir sind nicht durstig. Was wollen Sie? Dasselbe, was Ihr Freund Dr. Jones von Ihnen wollte. Er hat Ihnen doch gewiss gesagt, dass es noch weitere interessierte Parteien gibt. Das muss er irgendwie vergessen haben. Er ist ein Charakter übelster Sorte. Ich will um Ihretwillen hoffen, dass er es noch nicht erworben hat. Wieso? Wollen Sie denn mehr dafür bieten? Oh, gewiss doch, ja. Ist es noch in Ihrem Besitz? Nein. Aber ich weiß, wo es ist. Hey, wie wär's mit einem Drink für Sie und Ihre Männer? Ja, Ihr Feuer scheint auszugehen. Warum wollen Sie mir nicht gleich jetzt sagen, wo sich das Stück befindet? Hören Sie, Herr Mac. Keine Ahnung, mit was für Typen Sie normalerweise verhandeln. Aber niemand schreibt mir in meinem Haus vor, was ich zu tun habe, verstanden? Fräulein Ravenwood, ich will Ihnen gern zeigen, was ich normalerweise tue. Nick! Oh.
deine dreckigen Hände weg! Und so nimmt der feine Herr ein glühendes Eisen aus dem Feuer und kommt langsam damit auf Marion zu. Warten Sie einen Moment, warten Sie. Ich will ganz vernünftig sein. Damit ist es nun vorbei. Sie brauchen das nicht. Warten Sie. Ich will Ihnen alles sagen. Ja, ich weiß, das werden Sie. Lass sie los! Mit der Peitsche hat der wiedergekehrte Jones den Nazi-Schergen entwaffnet, woraufhin sofort eine Schießerei entbrennt. Leider fängt dabei mit dem umherspritzenden Alkohol auch die Bude anzubrennen. Ebenso wie einer der tibetischen Helfer des Nazis. Aber dann gerät Indy in die Fänge des kräftigen Nick. Whisky! Erschieß ihn, mach schon. Erschieß sie alle beide. Doch Nick und Jones sind sich darin einig, dass das keine gute Idee ist und erschießen ihrerseits den Handlanger. Als Tod in Deckung geht, findet er ausgerechnet das Medaillon, das in die Glut gefallen ist. Nachdem Tod etwas überhastet aufgebrochen ist und seine Handlanger ausgeschaltet, rettet man sich aus der lichterloh brennenden Bar. Mein Medaillon! Weißt du, Jones? Du verstehst es wirklich, einer Lady eine schöne Zeit zu bereiten. Oh Mann, du hast was drauf. Ja, ich sag dir was. Solange ich nicht meine 5000 Dollar habe, wirst du mehr bekommen, als du kaufen wolltest. Ich bin dein verdammter Partner. Und so geht es vom heißkalten Nepal, dem Dach der Welt, zu den Dächern der weißen Stadt Kairo. Dort lebt Indiana Jones' guter Freund Salah. Man feiert die Zusammenkunft bei Datteln und Wasser. Kairo, eine höllische Stadt, aber das Paradies auf Erden. Seid ruhig, was ist mit euch? Warum vergesst ihr euch? Was ist das? Wo ist dieses Tier hergekommen? Oh nein. Oh, wie süß. Was für ein liebenswürdiges Häuschen. Dann soll es willkommen sein in unserem Haus. Oh, nein, nein, ihr braucht es wirklich nicht, meine Pflegen hier zu behalten. Ich wusste, dass die Deutschen dich anhören würden, Salah. Du bist der beste Gräber in Ägypten. Meine Dienste sind wirklich völlig belanglos für sie. Sie haben jeden Gräber in Kairo zur Arbeit gepresst. Die Ausgrabungsarbeiten sind enorm. Sie holen sich nur die kräftigsten Männer und zahlen Pennies dafür. Fast könnte man glauben, die Pharaonen wären zurückgekehrt. Wann haben Sie den Kartenraum gefunden? Vor 3 Tagen. Aber es ist kein Mann mit Verstand dabei. Außer einem vielleicht. Er ist wirklich clever, ein französischer Archäologe. Wie ist sein Name? Oh, Sie nennen ihn Beloche. Belloc. Die Deutschen haben einen ziemlich großen Vorsprung gewonnen. Sie sind jetzt nah daran, die Quelle der Seelen zu entdecken. Nun ja, Sie werden sie nicht finden ohne das hier. Wer könnte uns etwas über diese Inschrift sagen? Vielleicht kann ein Mann, den ich kenne, uns helfen. Indy, da ist etwas, was mir Sorge macht. Und was? Die Lade. Wenn sie da ist, in Tanis, dann finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren. Tod und Verderben wären die Folge. Sie ist nicht von dieser Welt.
Wenig später auf dem belebten Marktplatz von Kairo. Mussten wir den Affen mitnehmen, hä? Du überraschst mich wirklich, Jones. So über unser süßes Baby zu reden. Er sieht doch ganz aus wie der Vater, oder? Mit dem Verstand seiner Mutter. Oh. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ein cleveres kleines Ding. Wirklich schlau. Hey, wo bist du denn hin? Er wird schon zurückkommen. Nimm eine Dattel. Komm schon. Komm. Marion. Was ist das? Eine Dattel. Die kann man essen. Und so schlendern die beiden weiter, nicht wissend, dass sie bereits seit geraumer Zeit von den Nazis beobachtet werden. Wie kommt es, dass du nicht ein nettes Mädchen geheiratet hast, die jetzt 8 oder 9 Kinder hat, wie dein Freund Salah? Wer sagt denn, dass es nicht so ist? Das sage ich. Dad hat dich vor langer Zeit durchschaut. Während der lockeren Konversation bemerken die beiden nicht, dass sich ein halbes Dutzend Ägypter im Auftrag der Deutschen versammelt hat, die sich zum Angriff aufstellen. Er hat gesagt, du bist ein Rumtreiber. Oh, das finde ich sehr nett. Der begabteste Penner, den er hier ausgebildet hat. Weißt du, er hat dich geliebt wie ein Sohn. Hast dir verdammt viel Mühe geben müssen, ihn hier zum Feind zu machen. Nicht viel, du warst der Grund. Schon geht es los. Indiana Jones kämpft sich durch die Reihen der Spitzbuben und Marion tut, wie ihr geheißen, und erlebt ihren ganz persönlichen Kampf. Denn einer der Gauner ist ihr gefolgt. Dreckigen, nicht ganz lückenlosen Grinsen zückt der Mann ein Messer. Na gut. Marion schnappt sich eine gusseiserne Bratpfanne und postiert sich in einem Hausflur. Doch in der nächsten Gasse tauchen schon weitere Nazi-Schergen auf und Miss Ravenwood versteckt sich in einem der herumstehenden Körbe, die an jeder Ecke zu finden sind. Allerdings sieht das auch das Äffchen und verhält sich wenig unauffällig. Da drin! Indy kommt gerade noch rechtzeitig, um die Schergen mit dem Korb samt menschlichem Inhalt verschwinden zu sehen. Aber da steht ein säbelschwingender, kampfeslustiger Ägypter vor dem Professor. Sehr unpassende Gelegenheit, wie Indy findet. Und so zückt er seine Webley. Jones verfolgt die Typen mit dem Korb, was an sich schon schwierig genug ist. Denn jeder Zweite auf dem riesigen Marktplatz trägt ein solches Geflecht auf den Schultern. Zu allem Elend empfängt ihn hinter der nächsten Biegung einer der Nazis mit einer MP35. Die Entführer laden den Korb auf einen Militärlaster auf. Losfahren! Schnell, schnell! Und der Fahrer drückt auf die Tube. Indy schießt und die Leiche am Steuer verreißt den Lenker. Der Laster rast über einen Schutthaufen, kippt und explodiert. Entsetzen, Trauer, Wut und Ohnmacht. In Indiana Jones gehen so einige Gefühle vor sich und diese versucht er in einer Kneipe mit Alkohol abzudämpfen.
Dr. Jones. Ein Herr in der Bar möchte mit Ihnen sprechen. Kommen Sie bitte mit uns. Die Bar ist voll von Einheimischen und Jones kann niemanden entdecken, der auf ihn warten würde. Suchen Sie nach mir? Belloc. Guten Tag, Dr. Jones. Ich sollte Sie jetzt gleich hier töten. Nun, der Ort ist doch sehr geeignet für einen Mord. Ach, wissen Sie, diesen Arabern ist es egal, ob wir uns gegenseitig umbringen. Die werden sich nicht in unsere Angelegenheiten mischen. Ich war es nicht, der das Mädchen in die Sache reingezogen hat. Bitte setzen Sie sich, bevor Sie umkippen, Jones. Wir können uns zumindest wie zivilisierte Menschen benehmen. Ihr Geschmack, was Freunde angeht, hat sich immer noch nicht geändert. Merkwürdig, dass es so für uns enden muss, nach so vielen anregenden Begegnungen. Ich bedauere es beinahe. Wie soll ich nun einen Gegner finden, der sich so nah an meinem Niveau befindet? Suchen Sie doch in der hiesigen Kloake. Sie und ich, wir sind uns beide sehr ähnlich. Archäologie ist unsere Religion. Dennoch sind wir beide vom reinen Glauben abgefallen. Unsere Methoden haben sich nie so unterschieden, wie sie vorgeben. Ich bin ein schattiges Spiegelbild von ihnen. Und es wird ein kleiner Ruck genügen, um sie so wie mich zu machen. Um sie herauszustoßen aus dem Licht. Jetzt werden sie richtig eklig. Sie wissen genau, dass das wahr ist. Wie nett. Sehen Sie sich das an. Es ist wertlos. $10 bei einem Verkäufer hier in der Straße. Aber wenn ich es nun vergrabe und 1000 Jahre im Sand liegen lasse, wird es unbezahlbar. So wie die Lade. Männer werden dafür töten. Männer wie Sie und ich geben Sie es zu. Und was ist mit Ihrem Boss, dem Führer? Ich dachte, er wartet sehnsüchtig darauf, Besitz zu ergreifen. Alles zu seiner Zeit. Wenn ich damit fertig bin. Jones, ist Ihnen nicht klar, was dieser Schatz wirklich ist? So etwas wie ein Sender. Durch ihn erhalten Sie die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen. Und jetzt ist er in meiner Reichweite. Sie suchen eine Unterhaltung mit Gott? Dann sollten wir ihn zusammen aufsuchen. Ich wüsste nichts Besseres. Glendi, komm! Lass uns nach Hause gehen! Glendi, komm! Wo warst du denn so lange, Onkel Eddie? Das nächste Mal, Indiana Jones, wird mehr erforderlich sein als ein paar Kinder, um sie zu retten. Die Kinderschar umringt den Abenteurer, um ihn vor den Waffen der bezahlten Nazi-Handlanger zu schützen. Sie begleiten ihn nach draußen, wo schon sein Freund Salah auf ihn wartet. Ich dachte mir, ich würde dich da finden. Besser als die United States Marines, hä? Marion ist tot. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Das Leben geht weiter, Indy. Und das ist die Wahrheit. Ich hab dir viel zu erzählen. Zuerst bringen wir mal die Kinder nach Haus. Dann führe ich dich zu dem alten Mann. Und so geschieht es. Allerdings wissen die Nazis auch diesmal einen Weg, um zu verhindern, dass Indiana Jones seine Suche fortsetzen kann. Einer der bösen Handlanger vergiftet die Datteln, die für die drei Männer bereitstehen. Ich komme einfach nicht dahinter, wie Belloc es geschafft hat. Woher hat er eine Kopie von dem Kopfstück? Es gibt weder Bilder noch Duplikate davon, nirgendwo. Ich kann dir nur sagen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ein Kopfstück wie dieses hier. Es war nur um die Ränder herum etwas rauer. In die Mitte hatte der Franzose ein Kristall eingebettet und rundherum um das Kristall. Auf einer Seite waren Inschriften, genau wie auf diesem. Und Sie haben die Berechnungen im Kartenraum gemacht? Ja, heute früh. Belloc und der deutsche Boss, Dietrich. Als Sie aus dem Kartenraum gekommen sind, haben Sie uns eine neue Stelle gezeigt, an der wir graben sollten. Weit außerhalb des Lagers. Die Quelle der Seelen, hä? Komm, sieh her. Setz dich. Komm, setz dich. Was heißt es? Dies ist eine Warnung, niemals die Bundeslade zu berühren. Aber was ist mit der Höhe des Stabes? Hat Belloc sie hier ablesen können? Ja, das steht hier. Das war der alte Weg. Das bedeutet 6 Kadam hoch. Ungefähr 2,20 Meter. Warte! Der weise Mann dreht das Amulett und liest auf der Rückseite weiter. Und nimm 1 Kadam zurück, um den hebräischen Gott zu ehren, dessen Lade dies ist.
Der kleine Affe, der seit Marians Tod Indy statt ihrer begleitet, hat die augenscheinlich leckeren Datteln für sich entdeckt und füllt sich das kleine Bäuchlein. Du sagtest, ihr Kopfstück hatte nur auf einer Seite Inschriften. Bist du da ganz sicher? Bellocks Stab ist zu lang. Und jetzt graben sie an der falschen Stelle. Ich bin der Beherrscher der See und ich bin der Kaiser aller. Gerade noch rechtzeitig hat Salah den leblosen kleinen Affen entdeckt. Schnell schnappt er nach Indys Dattel. Böse Datteln. Abermals einem hinterlistigen Anschlag der Nazis entgangen, machen sich Salah und Indy auf zur riesigen Ausgrabungsstätte der alten Stadt Tanis. Dort muss sich Bellock gerade seinen Freunden widerwillen erklären. Ich habe Ihnen gesagt, in Ihrem Kommuniqué nach Berlin nicht voreilig zu sein. Archäologie ist keine exakte Wissenschaft. Sie arbeitet nicht mit Stundenplänen. Der Führer ist kein geduldiger Mann. Er fordert laufend Berichte. Und er erwartet Fortschritte. Sie haben mich in den Glauben versetzt. Oh nein, ich habe keine Versprechungen gemacht. Ich habe nur gesagt, es sähe sehr günstig aus. Außerdem, mit der Information in Ihrem Besitz, machen meine Berechnungen richtig. Oh Mann, die machen keine Spielereien. Um welche Zeit trifft die Sonne auf den Kartenraum? Ungefähr 9 Uhr früh. Dann haben wir nicht viel Zeit. Wo graben Sie nach der Quelle der Seelen? In dieser Richtung. Aber der Kartenraum ist da drüben. Dann wollen wir dahin. Komm. Besagter Kartenraum ist nur durch ein kreisförmig gemauertes Loch im Boden zugänglich, in das sich Indy in einem unbeobachteten Moment abseilt. Salah bleibt oben und schiebt Wache, während sein amerikanischer Freund ehrfürchtig den uralten Raum inspiziert. Wie in den alten Überlieferungen beschrieben, findet sich eine Miniatur der Stadt am Boden, davor eine Steinplatte, übersät mit kleinen Löchern für den Stab des Re. Aber dann bemerken leider ein paar deutsche Soldaten den augenscheinlich untätigen Araber. Hey, du da, was tust du da? Hä? Du hast da nichts zu suchen. Was willst du mit dem Seil da? Komm da runter! Was du mit dem Seil willst? Na, das werden wir gleich los, haben. Los, los, runter los! Runter da, runter, los. Runter! Na, mach schon, mach komm, schon! Mach ein bisschen schneller! Runter, runter! Los, Mann, los, runter beweg dich ein bisschen! Dr. Jones bekommt von all dem nichts mit. Er studiert die Schriftzeichen der Steintafel und sucht sich so das richtige Loch. Die Sonne scheint bereits durch die Öffnung in der Decke und der Archäologe steckt den Stab mit dem kunstvollen Kopfstück in die passende Mulde. Langsam bewegt sich das Sonnenlicht durch das alte Gemäuer, bis es schließlich den goldenen Wegweiser erreicht. Gespannt wie nie zuvor starrt Indy auf das Schauspiel. Das Licht wird gebündelt, wandert über die Miniatur der alten Stadt, streift Pyramiden, Tempel und Säulen, bis der Strahl schließlich im Innenhof auf einem kleinen Pyramidenstumpf verharrt und zu gleißend hellem Licht wird. Indys Freund hat sein Möglichstes getan, um unter den Augen der Nazi-Schergen möglichst viel Stoff zu sammeln, welches der Professor als Kletterhilfe benutzen kann. Dann muss er wieder den Leibeigenen spielen. Wir brauchen Wasser! Mehr Wasser! Hol Wasser! Na los, besorg uns schon etwas Wasser, du verfluchter Hund! Was ist, mein Freund, was ist los? Ihr wollt mehr Wasser, dann werde ich es euch besorgen. Ich hole es sofort für euch. Einen Moment bitte, einen Moment. Ihr wollt Wasser, also hole ich euch Wasser. Ich tue, was ihr wollt, ich tue alles für euch. Indy findet währenddessen das Zelt von seinem Erzfeind Bellock. Und darin sitzt die gefesselte und geknebelte Marian. Ich dachte, du wärst tot. Sie haben den falschen Korb aufgeladen. Bist du verletzt? Nein. Du musst mich hier rausholen, schnell. Die müssen jeden Moment zurück sein. Schnapp mich los. Schnell. Sie fragen mich dauernd nach dir, was du alles weißt.
denn? Schneid mich los. Ich weiß, wo die Lade ist, Marion. Ist sie hier? Dann komm ich mit dir, Jones. Hol mich hier raus. Schneid mich los. Du kannst mich nicht hier Marion, lassen. Marion, wenn ich dich jetzt hier raushole, dann werden sie alles nach uns absuchen. Jones, verflucht, hol mich hier raus. Du bist verrückt. Marion, ich hasse es, das zu tun. Aber wenn du jetzt nicht still bist, dich ruhig verhältst, dann können wir die ganze Sache vergessen. Ich komm zurück und hol dich. Jones, warum tust du das? Auf einer der riesigen Sanddünen späht Dr. Jones mit einem geborgten Vermessungsgerät die markanten Wegpunkte nach dem Pyramidenstumpf ab. Das ist es. Wer weiß. Vielleicht wartet die Lade in irgendeiner Vorkammer auf unsere Entdeckung. Vielleicht gibt es einen entscheidend wichtigen Hinweis, der uns entgangen ist. Vielleicht kann das Mädchen uns helfen. Ich habe auch das Gefühl, sie könnte etwas sagen. Immerhin war sie jahrelang im Besitz des Originalstücks. Möglicherweise weiß sie viel, falls man sie hinreichend motivieren könnte. Ich sage Ihnen, das Mädchen weiß nichts. Es verwundert mich, Sie so zimperlich zu sehen. Das entspricht gar nicht Ihrem Ruf. Aber Sie können sich da raushalten. Ich habe einen perfekten Mann für diese Art Arbeit. Und zwar den auf Folterarbeiten spezialisierten Arnold Ernst Todt. Heil Hitler! Im Schutz der Abendsonne haben Salas Männer den Hügel des Pyramidenstumpfs bestiegen und buddeln die Deckenplatte aus dem Sand. Ein Gewitter zieht auf, ganz so, als ob die Bundeslade nicht gefunden werden wolle und eine Warnung ausspricht. Indy, hier, wir sind auf Stein gestoßen. Legt alles frei! Ihr müsst erstmal die Ränder finden! Gut, gut, gut! Indy, sieh dir das an! Okay, bringt Messstangen her! Okay, vorwärts, Freunde, vorwärts, alle zusammen! Alle zusammen! Vorwärts! Runter mit den Eisen, runter! Na gut so, ihr schafft es! Schön vorsichtig! Nachdem die schwere Steinplatte auf der Seite ist und Indy und Salah in die Öffnung starren, reißt ein Blitz für Sekundenbruchteile eine schreckliche Steinstatue aus der Dunkelheit. Entschuldige, Indy. Indy, kannst du mir sagen, warum der Boden sich bewegt? Gib mir die Fackel. Das Licht der Fackeln, die die beiden haben hineinfallen lassen, gibt die Antwort. Nur schmeckt sie dem Archäologen überhaupt nicht. Schlangen. Warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein? Aspiswipern. Sehr gefährlich. Du gehst am besten zuerst. Während Indy sich noch überlegt, ob er zu den Wirbeltieren in die Kammer steigt, betritt eine Person gänzlich ohne Rückgrat das Zelt von Marion. Belloc. Er bindet das resolute Mädchen los. Als du zu Fuß zu fliehen versuchst, durch die Wüste dauert es 3 Wochen in jeder Richtung. Also bitte, iss doch etwas. Ich muss mich für diese Behandlung durch die Männer entschuldigen. Ah ja, wessen Idee war das denn? Kein Essen, kein Wasser. Was sind das für Menschen, ihre Freunde? Zu diesem speziellen Zeitpunkt und Ort und für meine Arbeit sind sie ein notwendiges Übel. Sie sind nicht meine Freunde. Jedoch, mit den notwendigen Verbindungen, selbst in diesem Teil der Welt, sind wir nicht ganz unzivilisiert. Belloc zaubert ein Kleid aus einer Kiste. Wundervoll. Ich würde dich wirklich gern darin sehen. Ja, möchte ich wetten. Also gut. Gibt's hier eigentlich auch mal was zu trinken? Du hast nicht viel Zeit. Sie werden bald kommen, um dir weh zu tun. Und ich werde nicht in der Lage sein, sie daran zu hindern.
Es sei denn, du könntest mir etwas geben, was sie beschwichtigt. Eine kleine Information, die ich benutzen könnte, dich vor ihnen zu schützen. Ich habe bereits alles gesagt, was ich weiß. Ich fühle mich Jones nicht verpflichtet. Er hat mir immer nur Ärger gebracht. Marion, du bist wunderhübsch. Ich glaube nicht, dass wir eine Anstandsdame brauchen. Runter, weiter runter. Vorsichtig! Langsam, langsam. Vorsicht! Vorsichtig! Alles in Ordnung, Indy? Langsam, Jungs. Langsam. Langsam. Vorsichtig. Den letzten Meter ist der Abenteurer in die Schlangengrube gefallen und findet sich jetzt Auge in Auge mit einem der gefährlichen Tiere wieder. Ich hab dir ja gesagt, dass nichts passieren kann. Fala, komm runter hier! Die vielen Fackeln, die die beiden in die Kammer geworfen haben, helfen die Biester fernzuhalten. Und für die besonders hungrigen Exemplare hat Dr. Jones eine Pumpe mit Benzin dabei. Schenk mir bitte ein. Marians Plan ist so schlau wie einfach. Mit der Kinderportion Schnaps hat die geübte Dame leichtes Spiel. Erwartungsvoll schaut sie den Franzosen an. Dieser will natürlich sein Gesicht wahren. Ehrfürchtiger geht es derweil in der Kammer zu, denn Dr. Henry Jones und Salah El-Kahir haben tatsächlich das Artefakt der Artefakte gefunden. Zu Füßen der beiden riesigen Anubis-Statuen liegt eine steinerne Kammer mit ebensolchem Deckel. Was ist das für ein Zeug, René? Ich bin damit aufgewachsen. Das ist quasi meine Familienmarke. Und Marion zieht das Messer, das sie zuvor unter ihrem Anstandsdamenkleid versteckt hatte. Okay. Ich muss jetzt leider gehen, René. Ich könnte dich gern haben, wirklich sehr gern. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder unter besseren Bedingungen. So treffen wir uns wieder, Fräulein. Ihr Amerikaner, ihr seid doch alle gleich. Niemals richtig gekleidet für die passende Gelegenheit. Also, worüber wollen wir uns jetzt miteinander unterhalten? Ziemlich sprachlos sind Salah und Indy, die aus der Steinkammer tatsächlich die Bundeslade hiefen. Von Shishok in eine reichlich verzierte, mit Figuren und Reliefs geschmückte goldene Truhe gebettet, glänzt sie im einfallenden Licht. So geräuschlos wie möglich verladen die beiden Männer die Kostbarkeit in eine simple Holzkiste der Nazis. Mädchen ist sehr dickköpfig. Ich glaube, sie mögen sie zu sehr. Die archäologischen Methoden, die sie anwenden, sind mir zu primitiv. Ihr würdet einen Bulldozer verwenden, um das Auffinden eines kleinen... Da erblickt Belloc Salachs Männer auf den Hügel. Hermann, wecken Sie Ihre Männer! Indy, die Fackeln brennen ab. Okay, nicht viel weg hier.
Doch zu spät. Während Salach noch am Seil hochklettern kann, bleibt Jones in der Kammer und statt dem Seil erscheint Bellocks höhnisches Grinsen in der Öffnung. Hallo! Hallo! Aber Dr. Jones, was machen Sie nur an einem derartig unangenehmen Ort? Warum kommen Sie nicht runter? Dann kann ich Sie Ihnen zeigen. Danke, mein Freund, aber ich denke, wir alle haben es hier oben sehr gemütlich. Das stimmt doch, nicht wahr? Ja, ich muss sagen, wir haben es wirklich sehr gemütlich hier oben. Und wieder kann ich sagen, Jones, was einmal kurz in Ihrem Besitz war, ist nun mein. Ein passendes Ende für die Bestrebungen Ihres Lebens. Ja, Sie sind im Begriff der Namengeber dieses archäologischen Fundes zu werden. Und wer weiß, in 1000 Jahren werden vielleicht Sie selbst etwas wert sein. Der verdammte Hundesohn. Ich fürchte, wir müssen jetzt gehen, Dr. Jones. Die Kostbarkeit wird in Berlin erwartet. Wir möchten Sie aber nicht ganz allein lassen, da unten an diesem fürchterlichen Ort. Wahrhaftig nicht. Du Schleimiger! Lass mich los! Marion kann sich gerade noch an der Schnauze einer der Anubis-Statuen festhalten. Halt dich fest! Nein! Fall nicht! Du misst gar nicht, deine Hände weg von mir! Schlangen! Ah, Vorsicht! An deinem Fuß da! Das Mädchen gehörte mir! Sie ist jetzt für uns nicht mehr von Nutzen. Nur unsere Mission für den Führer ist wichtig. Und manchmal frage ich mich, Monsieur, ob Ihnen das auch wirklich klar ist. So wollte ich es nicht, Sherry. Ihr Bastarde! Ihr werdet dafür bezahlen! Diana Jones. Adieu. Salach muss von oben mit ansehen, wie die schwere Steinplatte über seinen Freunden geschlossen wird. Ein Ort, das die Ruhestätte für das größte Artefakt der Menschheit war, wird vermeintlich zur Ruhestätte des Entdeckers eben dieser Kostbarkeit. Nimm die Fackel. Schwenke sie gegen alles, was sich schlängelt. Oh, danke. Oh mein Gott. Irgendwie alles schlängelt sich hier. Andy! Au! Lass das! Wo hast du das Kleid her? Von ihm? Ich habe versucht zu entkommen. Du warst ja nicht da. Wieso hast du es nur versucht? Wo zum Teufel warst du? Pass auf! Was machst du denn? Das brauchen wir zum Feuer machen. Verdammt nochmal, wie sollen wir hier rauskommen? Ich arbeite dran. Was immer du tust, tu's schneller. Ja. Wo willst du hin? Durch diese Wand. Mach dich bereit zu laufen, was immer mit mir geschieht. Wieso? Was meinst du damit? Er meint, dass eine der Anubis-Statuen genug Gewicht hat, um das schwere Mauerwerk zu durchbrechen. Schon klettert er an dem Steingötzen mit Hilfe seiner Peitsche empor. Andy! Verdammt, lass mich nicht allein hier unten! Der Abenteurer drückt sich an der Wand ab und bringt die riesige Statue so zu Fall. Andy! Jetzt geht's los! Mach dich bereit! Andy! Die Fackel geht aus! So gibt es sich, dass Anubis, der Gott der Totenriten und der Mumifizierung, den beiden das Leben rettet. Die Mauer ist zerstört, der Weg nach draußen frei. Das erste, was die beiden im gleißenden Licht der Sonne sehen, ist ein gewaltiges Flugzeug. Der Nurflügler ist soeben betankt worden und offenbar bereit für den Start. Also ausfliegen. Wenn sie aufladen, werden wir bereits im Flugzeug sein. Oberst Dietrich ist ob des Fundes schon zum Feiern zumute. Ah, Monsieur. Trinken wir auf unseren Erfolg in der Wüste. Auf die Truhe. Wenn wir sehr weit weg von hier sind, Monsieur. Sehr weit weg. Das Flugzeug ist bereit, es kann beladen werden.
Und genau das will Indiana Jones ausnutzen. Er erklimmt bereits die laufende Maschine, als er von einem Turm von Mann dabei gesehen wird. Hey, du da! Komm her! Na komm schon! Komm, Kim! Na komm! Komm runter da! Na los! Ich warte! Körperlich völlig unterlegen, muss Jones zu unfairen Mitteln greifen. Derweil kämpft Marion an anderer Front. Sie schaltet den Piloten aus und besteigt selbst das Cockpit. Aber leider sperrt sie sich dabei ein und die Maschine kommt ins Rollen. Kann gerade nicht. Und zu allem Elend kommt auch noch ein ganzer Truppentransporter voller Soldaten. Marion greift zum Bordgeschütz. Während Indy sich immer noch die Schnauze polieren lässt, schießt die Dame alles in Stücke, was ihr vor den glühenden Lauf kommt. Im Lager fällt der Kleinkrieg bereits auf. Jetzt läuft auch noch das Benzin des Tankwagens aus. Oh Gott, ich bin jetzt gerade gefahren! Hol mich raus! Ich kann hier nicht raus! Hilf mir, Indy! Los, komm, steh auf! Doch Indy tut das Gegenteil und wirft sich vor dem Propeller in Deckung. Geh weg! So können sich Marion und Indy gerade noch in Deckung bringen und verstecken. Den Nazi-Schergen bleibt unter der Leitung von Oberst Dietrich und Bellock nur noch die Schadensbegrenzung. Die Truhe muss sofort hier weggebracht werden. Schafft sie auf den LKW. Wir fliegen dann von Kairo aus. Und Kobler, alle verfügbaren Männer zum Schutz, verstanden? Aus einem Zelt pfeift es. Und dem vorbeilaufenden Salah fällt ein Stein vom Herzen. Heiliges Kanonenrohr, meine Freunde, ich bin ja so froh, dass ihr nicht tot seid. Indy, wir haben keine Zeit, wenn du immer noch die Lade willst. Sie wird gerade auf einem Lastwagen nach Kairo geschafft. Lastwagen? Du musst zurück nach Kairo, verschaff uns ein Transportmittel nach England. Ein Boot, Flugzeug, irgendwas. Wir treffen uns bei Omas, warte dort auf mich. Ich will hinter dem Lastwagen her. Wie? Keine Ahnung, das werde ich mir unterwegs überlegen. Also schnappt sich der Abenteurer einen Araberhengst und reitet im Galopp hinter der Kolonne her. Indy schafft es, auf den Lastwagen mit der Lade aufzuspringen und den Fahrer zum Aussteigen zu bewegen. Mit Hilfe des großen LKWs hat er keine Schwierigkeiten, die Kübelwagen der Soldaten abzudrängen. Aber da schafft es einer der Männer von der Ladefläche ins Führerhaus und verpasst Indy eine Kugel in den Arm. Diesmal ist es an Jones auszusteigen. Doch der Amerikaner gibt nicht auf und zieht sich mit einer Peitsche erneut ins Führerhaus. Der Nazi bereut seine Tat sogleich und der Lastwagen mit der Lade ist wieder fest in der Hand von Dr. Jones. Schließlich kommt er mit gerade so viel Vorsprung auf dem Marktplatz des kleinen Dorfes an, dass man den großen Wagen in einem Zelt verstecken kann. Und die bösen Buben haben das Nachsehen. Es
Salah und Marion stoßen schließlich dazu und man wartet den Schutz der Nacht ab, bis man zum Hafen geht. Dort wartet bereits Salahs Freund auf die drei. Endlich ist alles arrangiert worden. Die Lade ist an Bord. Nun fehlt nichts mehr, jetzt wo du da bist. Oder das, was von dir noch übrig ist. Ist sie gut verstanden? Ja. Sehr gut. Mr. Katanga? Mr. Katanga, das sind meine Freunde. Sie sind meine Familie. Ich würde es nie vergessen, wenn man sie nicht gut behandeln würde. Meine Kabine gehört Ihnen. Mr. Jones, ich habe schon viel von Ihnen gehört, Sir. Und ich muss sagen, Sie sehen genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Leb wohl. Passt gut auf euch auf. Ich vermisse euch schon jetzt. Du bist ein guter Freund. Salah. Der ist für Feier. Der ist für deine Kinder und der ist für dich. Eine britische Teerjacke ist eine hochfliegende Seele und frei wie eine Gebirgsknospe. Er ist so voll von Energie, um alles... Einiges später auf hoher See, Jones ist im festen Glauben, dass Salah immer noch feiert, kommt Marion wieder zum Professor in die Kabine. Wo warst du denn? Hab mich gewaschen. Wo hast du denn das her? Von ihm. Wer ist ihm? Katanga. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht die erste Frau, die mit diesen Piraten reist. Das ist wunderschön. Wirklich? Ja. Ehrlich? Ja. Halt, warte. Ich brauche keine Hilfe. Doch, brauchst du. Du bist nicht der Mann, den ich vor 10 Jahren kennengelernt habe. Das sind nicht die Jahre, Schätzchen. Das ist Materialverschleiß. Bitte, ich brauche keine Krankenschwester. Ich will nichts weiter als schlafen. Oh, stell dich nicht an den Baby. Geh weg. Was ist denn das hier? Ja, es tut weh. Und was ist... Oh. Verdammt nochmal, Indy, wo tut es nicht weh? Hier. Doch während die beiden turteln, passiert etwas Mysteriöses im Frachtraum des alten Kahns. Unter einem unheimlichen Summen brennt die Bundeslade ein Loch in ihre Nazi-Holzkiste. Und zwar genau an der Stelle, wo sich das aufgestempelte Hakenkreuz befindet. Ganz so, als wolle die Lade vor etwas warnen. Was ist denn? Die Maschinen haben gestoppt, ich geh mal nachsehen. Was ist passiert? Du musst sehr bedeutende Freunde haben. Fluchte Scheiße. Wir kommen an Bord. Ich hatte schon einen Mann nach euch geschickt. Du und das Mädchen, ihr müsst verschwinden. Wir haben einen Platz im Laderaum. Los, nun geh, geh, geh. Die Deutschen haben es wohl nicht kleiner und sind tatsächlich mit einem U-Boot aufgekreuzt. Schon kommt eine Handvoll Männer von einem Ruderboot aus an Bord. Hände hoch! Wo ist Dr. Jones? Die werden uns das sagen. Fahrten weg! Sind Sie die Frau des Kapitäns? Versuch das ja nicht nochmal! Ciao, hier ist sie. Wir haben die Kiste gefunden. Was ist mit Jones? Keine Spur von ihm, Herr Oberst. Jones ist tot. Ich habe ihn getötet. Er war wertlos für uns. Das Mädchen allerdings hat da, wo wir hinfahren, einen gewissen Wert. Sie wird einen sehr guten Preis bringen. Also hören Sie,
Die Fracht, die Sie sich genommen haben. Wenn Sie das wollten, nehmen Sie es in Frieden, aber lassen Sie uns das Mädchen. Die wird unseren Verlust etwas mindern. Schwarzer Wilder, du bist nicht in der Position, irgendetwas zu fordern. Wir nehmen uns, was wir wollen. Und dann werden wir entscheiden, ob wir dein Schiff in die Luft sprengen oder ob wir es nicht tun. Das Mädchen gehört mir. Sie wird Teil meiner Vergütung sein. Ich bin sicher, Ihr Führer würde das billigen. Wenn sie mich nicht zufriedenstellt, könnt ihr mit ihr machen, was ihr wollt. Dann werde ich nicht noch mehr Zeit mit ihr verschwenden. Entschuldigen Sie mich. Kann Mr. Jones nicht finden, Captain. Hab überall nachgesehen. Unsinn, irgendwo muss er sein. Such weiter. Ich hab ihn. Wo? Da! Auf dem deutschen U-Boot. Tauchalarm geben! Auf Seerohrtiefe gehen! Auf Seerohrtiefe gehen! Teleskop ist ausgefahren, Herr Kapitän Leutnant. Ist das die Insel? Sehen Sie sich das an. Nun ist so eine Fahrt auf dem Seerohr eines U-Bootes ja nicht gerade gemütlich, selbst wenn es nicht taucht. Aber zu Jones' Glück hat sie nicht lange gedauert. Das deutsche Boot läuft in einem Stützpunkt der Nazis im Kretischen Meer ein und Indy schafft es, unbemerkt zu bleiben. Er narkotisiert einen Soldaten für dessen Uniform und kann derart getarnt sogar das weitere Vorhaben von Belloc belauschen. Der Altar ist vorbereitet worden. Entsprechend Ihre Funkanweisungen. Gut. Die Lade soll sofort dorthin gebracht werden. Jawohl. Also los jetzt. Ich muss Ihnen sagen, es ist mir nicht ganz wohl bei dem Gedanken an dieses jüdische Ritual. Keine Löcher in die Luft zieren. Halten Sie das wirklich für nötig? Ich möchte Sie eins fragen. Wäre Ihnen wesentlich besser zumute, wenn wir die Lade in Berlin öffnen? Vor Ihrem Führer? Um erst dort herauszufinden, ob die heiligen Stücke des Bundes wirklich dort drin sind. Erst dann zu erfahren, ob Ihre Mission wirklich erfolgreich war und Sie der Eroberer der einzigen wahren Kostbarkeit sind. Das Ritual ist für eine bestimmte, einem Altar ähnelnde Stelle auf der Insel vorgesehen. Und so zieht eine ziemlich unheilige Prozession mit dem heiligsten aller Gegenstände dafür los. Vor einer Schlucht schert einer der Soldaten am Ende der Reihe aus der Formation aus, besteigt die Felsen und begrüßt den Zug mit einem geschulterten Raketenwerfer. Hallo da unten! Jones? Jones! Ich werde die Lade in die Luft sprengen, René! Ihre Beharrlichkeit überrascht selbst mich. Sie können wirklich jedem Mann in Verlegenheit bringen. Dr. Jones! Sie hoffen doch wohl nicht im Ernst, von dieser Insel entfliehen zu können. Das hängt davon ab, wie bereit wir alle sind, vernünftig zu sein. Alles, was ich will, ist das Mädchen. Und wenn wir uns weigern? Dann wird Ihr Führer sehr enttäuscht sein. Zurück! Trete zurück! Ihr alle geht beiseite! Zurück! Also gut, Jones! Sie haben gewonnen! Jagen Sie sie in die Luft! Zurück! Weg da! Weg mit euch! Sprengen Sie sie in die Luft! Und somit zurück zu Gott! Ihr ganzes Leben haben Sie verbracht mit der Suche nach archäologischen Relikten. Und dort drin befinden sich Schätze, die Ihre wildesten Fantasien weit übertreffen. Sie sind verrückt danach, sie offen zu sehen, genau wie ich. Indiana.
Wir gehen einfach so durch die Geschichte. Aber das ist Geschichte. Tun Sie, was Sie wollen. Die Ansprache hat gefruchtet. Und deshalb findet sich Indiana Jones nebst Marion an einen Pfahl gefesselt vor, als René Belloc das jüdische Ritual beginnt. Die Nazis öffnen Shishoks kunstvoll verzierte Truhe und finden darin Sand. Eine ganze Menge Sand. Doch dann zeigt sich, dass es Dinge gibt, die nicht mit reiner Wissenschaft zu erklären sind. Generatoren schlagen Funken, Scheinwerfer platzen, Gewehre feuern ihre Kugeln ab. Lade strahlt ein gleißend helles Licht aus, das sich wie Nebel in der Felsnische verteilt, und Dr. Henry Jones spürt das Unheil kommen. Mary, sieh nicht hin. Schließ deine Augen, Marion, und sieh nicht hin, egal was passiert. Nebelhafte Figuren schießen aus der Truhe. Zunächst noch schemenhaft, dann zunehmend menschenähnlich. Gleiten in die Soldaten, umhüllen sie, heben sie sogar an, flitzen weiter. Das ist wundervoll! Dann ändert sich urplötzlich das Verhalten. Wunderschöne Gesichter werden zu toten Fratzen, die umhüllten Soldaten von Krämpfen geschüttelt. Plötzlich schießen Lichtblitze aus der Truhe, die Soldaten durchbohren. Dann ist die Demonstration göttlicher Macht zu Ende. Die einzigen, die davon erzählen werden können, sind Henry Jones Jr. und Marion Ravenwood. Marion. Die anderen sind im Zorn Gottes geschmolzen, verbrannt, zerstört worden. So findet man sich schließlich in Washington ein, wo die Regierung die Lade dankend in Empfang genommen hat. Sie haben Ihrem Land einen großen Dienst erwiesen. Wir danken Ihnen. Und wir sind sicher, Sie werden den Ausgleich Ihrer Mühe zufriedenstellen. Das mit dem Geld ist in Ordnung, nur die Situation ist absolut unakzeptabel. Nun, Gentlemen, ich würde sagen, wir hätten dann wohl alles besprochen. Wo ist die Lade? Ich dachte, das wäre alles geklärt. Die Lade ist an einem Platz, an dem sie sehr sicher ist. Vor wem? Die Lade ist eine Quelle unaussprechlicher Macht und sie muss unbedingt erforscht werden. Was auch geschehen wird, das versichere ich Ihnen, Dr. Roddy.
Dr. Jones. Wir haben Spitzenleute, die daran arbeiten, schon jetzt. Und wer ist das? Absolute Spitze. Hey, was ist passiert? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Idioten. Was haben Sie gesagt? Bürokratische Idioten. Die wissen überhaupt nicht, was sie da haben. Dafür weiß ich, was ich habe, Indy. Na komm schon. Ich spendiere dir einen Drink. Hm? Na los doch. Ein Drink.